Ein guter Trainingspartner von mir ist das Fahrrad. Wie beim Waldlauf lege ich auch hierbei wesentlich viele Kilometer zurück. Das alles erforderte Zeit. Der Landrat hatte ihn mittlerweile in die Zulassungsstelle versetzt. Zeit war für Wilfried Dietrich nie ein Problem. Aber für seine Kollegen. Wenn er oft weg war und die anderen seine Arbeit mit erledigen mussten, hat es denen auch nicht immer so recht gepasst. Vor allem, weil er ja ab und zu die Urlaubsplanung total durcheinander brachte. Weil wir ja im Grunde genommen nie wussten, wann kommt er, wann ist er irgendwo auf Training, auf Lehrgang. Training und Lehrgänge lohnten sich. Bei seinen dritten Olympischen Spielen 1964 in Tokio holte er seine vierte Medaille, diesmal Bronze. Empfänge in Schifferstadt kannte er zu Genüge. Sein Mannschaftskamerad Paul Neff war wie in Rom ohne Medaille geblieben. Wilfried Dietrich war jetzt 31, wollte weitermachen, bis 1968, Mexiko. Denn es gab keinen in Deutschland, der ihm etwas anhaben konnte. Dietrich siegte, wie er wollte und machte, was er wollte. Da war auch der Bundestrainer machtlos. Wenn zum Beispiel, das war damals üblich, vor dem Frühstück ein Morgenlauf war, um 7 oder 7:30, in jedem Fall vor dem Frühstück, dann kamen alle anderen Sportler mit Turnschuhen und haben den Lauf beendet. Dietrich kam mit Hausschuhen. Und offensichtlich durch die Differenz mit dem damaligen Bundestrainer, aber auch vielleicht aufgrund seiner Stellung, kam es zu keiner Diskussion zwischen Trainer und Athlet. Aber mit Hausschuhen kann man nicht laufen, sodass er dann eben wieder auf sein Zimmer zurückging und dann zum Frühstück erschienen ist. Also es war irgendwie vermutlich ein Stillschweigen zwischen Trainer und Athlet. Ein Streit mit dem Bundestrainer endete mit dessen Ablösung. Und auch daheim in Schifferstadt war Dietrich sein eigener Herr. Der Wilfried ging dann nicht zur Matte, er ging dann zu den Gewichthebern, hat alle begrüßt und hat dann gesagt, so, dann legt man mal was auf. Und dann haben sie, und er hatte Hausschuhe an, in der Pfalz sagt man Schleppelscher. Und dann haben sie ihm da 120 Kilo aufgelegt. Und dann hat der Wilfried sich die Hände weiß gemacht und hat die Handel genommen, 120 Kilo, die sind wie nichts hochgeflogen. Und dann habe ich gesagt, machen wir noch was drauf. Und dann haben sie ihm 150 Kilo aufgelegt. Und dann ist er an die 150 Kilo, hat die genauso hochgeschmissen. Und dann hat er sich die Hände sauber gemacht und gesagt, so, ich bin fit, ich gehe wieder heim. Das Trainingsprogramm reichte offenbar aus. 1967 kämpfte er im Istanbuler Stadion um den letzten Titel, der ihm noch fehlte. Europameister. Dietrich hat das Pech, innerhalb von 2 Stunden 3 Kämpfe bestreiten zu müssen. Aber jetzt geht es für ihn um Gold. So sieht der Vorsprung aus von Dietrich. Und das ist sein Schlussangriff. Und wieder liegt der Bulgare. Aber zusammen mit dem Gong, das war sein Glück. Demoralisiert liegt Duraljew am Boden. Er will und kann nicht mehr. Dietrich aber wird von den Türken gefeiert wie der eigene Mann. Europameister Wilfried Dietrich. Es schien keine Frage zu sein, dass Wilfried Dietrich 1968 seine 4. Olympischen Spiele mitmachen würde. Doch im Januar 68 passierte das. Er lag bewegungslos, konnte nichts mehr mit seinem Bein anfangen, die Verletzungszeit rann davon und er musste aufgeben. Dietrich erlitt eine böse Knieverletzung, die nach den ersten ärztlichen Auskünften ihn für längere Zeit außer Gefecht setzen dürfte. Es war eine Katastrophe. Ich glaube, 34 war er im 34. Lebensjahr vor Mexiko, einen Innenband- und Kreuzbandabriss im linken Knie. Und das ist normalerweise das Karriereaus. In Zimmer 326 liegt ein prominenter Patient, Wilfried Dietrich. Sie haben ihn längst erkannt. Wilfried, wie geht es Ihnen? Ach, bis jetzt geht es ganz gut. Und ich glaube, dass es, wenn es so weitergeht, dass ich bald wieder fit bin, dann. Verbissen arbeitete er an seinem Comeback. Der junge Klaus Angermann wurde zum Freund, filmte ihn bei seinem Hobby als Brieftaubenzüchter. Das zweite Töchterchen Anja war mittlerweile auch angekommen. Papas erklärter Liebling.
Wilfried Dietrich ganz offen. Ungewöhnlich für einen, der vielen ganz verschlossen vorkam. Wenn man sein Vertrauen gewonnen hatte und es nicht missbrauchte, dann konnte man alles eigentlich mit ihm machen. Er war ein vorsichtiger Mensch, dessen Vertrauen nicht leicht zu erwerben war. Wenn man es dann aber mal erworben hatte, und dann stand der Wilfried zu einer Freundschaft. Aber es war schwierig. Und manche Menschen sind ein Leben lang überhaupt nicht an ihn rangekommen. Zu den Olympischen Spielen war er wieder fit. Der erste Deutsche, der an 4 Olympischen Sommerspielen teilnahm. Deshalb war er in Mexiko der Fahnenträger der deutschen Mannschaft. Wieder siegte er sich in die Medaillenränge. Es wurde nur deshalb Bronze, weil er sich beim Kampf um Gold verletzte. Bronze mit 35, die 5. Medaille bei seinen 4. Spielen. Sensationell. Herr Dietrich, Sie sind jetzt 35 Jahre alt geworden. Ist das der Abschluss Ihrer Laufbahn? Nun, ich muss jetzt sagen, wenn die Verletzung, wo ich mir hier zugezogen habe, nicht so schlimm ist, und ich nehme an, dass sie nicht so schlimm ist, denn die Ärzte haben mir gesagt, dass es eine Innenbandzerrung mit Bluterguss ist, wenn das wieder verheilt ist, dass ich dann wieder starte im Internationalen. Auch international? Ja, ja. Mit einem Fackelzug ehrten gestern Abend über 3000 Einwohner der Gemeinde Schifferstatten der Pfalz ihren berühmtesten Bürger, Wilfried Dietrich, den bisher erfolgreichsten deutschen Teilnehmer an Olympischen Spielen. Es war eigentlich schon nach Mexiko erkennbar, dass er eben die Altersgrenze erreicht hat und dass auch die Leistungsfähigkeit logischerweise zurückgeht. Es war auch zu erkennen, dass der internationale Ringkampf sich weiterentwickelt hat und Dietrich doch eben einer älteren Stilgeneration angehört hat. In Deutschland aber änderte sich nichts. Er war nicht zu schlagen. Seine Heimatstadt Schifferstadt machte ihn zum Ehrenbürger. Er war 4-mal mit dem VfK Mannschaftsmeister. Der Wilfried Dietrich hat Schifferstadt weltbekannt gemacht. Du kannst singen, wo du willst. Er war ein Pfälzer, er war ein Schifferstädter. Und er hat sich so mit diesem Verein identifiziert. Das war in Mar del Plata, da hatten wir die Weltmeisterschaft. Und irgendwann saßen wir zusammen und da sagt der Wilfried, ganz unvermittelt kam dann plötzlich, da wurde er nachdenklich. Und da sagte er, ach Mensch, wann ich jetzt in Mannem wäre, die dich heimlaufe. Daheim, Schifferstadt. Die Halle des neuen Sportzentrums, der Kran von Schifferstadt, gehörte zum Inventar. Ein Vereinswechsel, undenkbar. Doch beim VfK hatte der junge Robert Litzenburger das Kommando übernommen. Litzenburger holte teure Ausländer und zahlte ihnen mehr als dem Punktegaranten Wilfried Dietrich. Er sagte mir damals, hör mal, ich bin und bleibe Schifferstatter, aber wenn ich sehe, was die, da ist noch ein Vorwort, Türken hier kriegen, da mache ich nicht mehr mit, ich will das Gleiche zumindest haben. Und dann bleibe ich. Litzenburger wollte dem Altstar nicht mehr zahlen. Verhinderte obendrein eine Reise Dietrichs nach Rom, wohin ihn der Deutsche Ringerbund mitnehmen wollte. Das alles hatte Folgen. Ich sagte, Wilfried, wir bauen in Mainz einen neuen Schwergewichtler. Wen könntest du mir denn von denen hier empfehlen, der auch Lust hätte, nach Mainz zu kommen? Und da kam die Aussage von Wilfried Dietrich, frag mich doch mal. Dann war ja in Schifferstadt die Hülle. Los. Vor allen Dingen, wie kann das so einer machen, Ehrenbürger? Das darf doch nicht wahr sein, dass da als Schifferstadt weggeht. Wegen 1500 Mark haben sie ihn verdammt. Haben sie ihn in den Arsch getreten. Haben sein Haus versucht kaputt zu machen. Vom Haus boykottiert. Familie boykottiert. Verräter. Ich weiß noch, wenn er dann als nach Mainz gefahren ist und hatte Training, dass bei uns dann als anonyme Anrufe eingegangen sind mit Drohungen, Hausanzünde und so. Und klar, meine Mutter war jetzt allein, 2 Kinder, das war schon, also für meine Mutter war es sehr belastend. Wilfried Dietrich entschied, Umzug nach Freisbach, weg aus Schifferstadt. Die Konsequenz für meine Mutter war das, dass sie praktisch ihr Beruf oder ihr Geschäft aufgegeben hat. Sie hat also praktisch ihre Existenz aufgegeben.
Die Volksseele kochte, als in der Halle zu Schifferstadt Wilfried Dietrich erstmals als Gegner erwartet wurde. Über Wochen und Monate ging das. Wilfried Dietrich ringt am Samstag nicht, er ringt nicht. Das hat sich dann über Wochen hingezogen, bis dann endlich soweit war. Und dann ist dann der Wilfried Dietrich freitags ins Training gekommen. Und hat gesagt, auf Jungs, alles macht Gewicht. Ich ring am Samstag. Wir wollen in Schifferstadt gewinnen. Obwohl Schifferstadt klar siegte, dieses Derby war hitzig. Hitzig wegen des umstrittenen Stars. Ich war nicht drin, aber ich bin außen vorbeigelaufen. Da habe ich gemeint, die Halle platzt so, hatte ein Hiots drin, was jeder, also jeder wollte ihn dort fertig machen. Da war der Wilfried eine viel zu weiche Seele, als dass er das hart hätte hinnehmen können. Das hat ihm wehgetan. Und dass Freunde, die vorgestern noch mit ihm zusammen waren, mit denen er vielleicht über Jahre, über Jahrzehnte zusammen waren, dass die ihn plötzlich nicht mehr angucken, dass sie nicht mehr mit ihm reden, das hat ihm schon wehgetan und ich glaube, dass er das Rädchen gern zurückgedreht hätte. Es war nicht mehr zurückzudrehen. Er sollte nie mehr für den VfK Schifferstadt ringen. Der Kran von Schifferstadt bereitete sich als Mainzer auf seine 5. Olympischen Spiele vor. In München noch eine Medaille. Das war sein Traum. Doch das Turnier lief schlecht für ihn. Im Freistil war er am Amerikaner Taylor gescheitert. 2 Meter groß, 4 Zentner schwer. Im klassischen Stil war dieser Brocken in Runde 1 schon wieder sein Gegner. Dietrich war überzeugt, wenn er Taylor umfassen kann, dass er ihn noch werfen kann. Die Frage war nur, ob das gelingen kann, ob er wirklich die Hände oder die Fingerspitzen zusammenbekommt, um eben zu seinem Spezialgriff zu kommen. Wie eine prima Ballerina hat er die Füße gespitzt und ihn dann, nachdem er endlich die Hände zueinander gebracht hatte und die dann aber wie ein Schraubstock waren. Der Kran von Schifferstadt. Der Ungar, Hegedüsch und ich, wir hatten da gerungen und wir haben aufgehört zu ringen. Wir sind beide auf die Seite getreten, sind von der Matte runter. Dann weiß man ja, dass nichts mehr, dass der andere nicht mehr angreift. Und haben mal gesehen, was da in der Halle los ist, weil man ja nicht weiß, was es ist. Und dann haben wir gesehen, wie der Wilfried da wie so ein Känguru über die Matte gehüpft ist, die Arme in die Luft gerissen und hatte eben den Chris Taylor geschultert, die damalige Sensation. In Runde 2 musste er gegen den Rumänen Dulipschi ran. Ein unansehnliches Geschiebe mit umstrittenem Ausgang. Dulipschi erhielt 2 Verwarnungen wegen Passivität. Dietrich 3 und hatte damit verloren. Der Dulipschi hat den Wilfried mit dieser neuen Art zu ringen eigentlich niedergerungen. Dietrich hat mit Verwarnungen verloren, also nicht technisch irgendwie, aber er konnte sich nicht mehr entfalten. Bei einem Unentschieden hätte er auf Medaillenkurs gelegen. Diese Niederlage akzeptierte er nicht.